Herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Shifting Worlds mit Kranz. Worlds. Na? Worlds. Die Na? Pros wieder vereint, Leute. Endlich mal. Zum Glück gucken die anderen die Folgen nicht. Nee, erstmal nach Alizis, ne? Erstmal mit Pikachu nach Alizis fliegen, ja. Ja, ich flieg mit Sneebel. So die geil, springen dann die so, weißt du? Teilweise fliegen können. Naja, das Pikachu schwebt ja eh, also von daher. Ich wollte gucken, wer Surfer kann, weil Surfer werden wir ja brauchen. Ach ja, scheiße, bei mir konnte es, glaube ich, keiner. Oh, guck mal, Voltenso kann Surfer, nice. Erhöht ja Wasserattacken in Not. Und ich glaube, es ist besser als Octazooka. Surfer. Oh, die Attacke ist okay, mein Starter kann Surfer lernen und Glutexo kann Surfer lernen. Ja, wer kennt es nicht, wenn da so ein Glutexo übers Wasser schwimmt? Warte mal. Und im Pokédex-Eintrag steht doch noch, ne, wenn sie Flamme erlischt, an seinem Dingens stirbt es. Dann alles stirbt klar. Glutexo, ja. Glutexo setzt Surfer ein, Glutexo ist tot. Aber Surfer ist bei mir mega schwach halt, Stärke 55. Bei mir auch. 65 hat er bei mir zum Glück dann noch, aber hat nur eine Genauigkeit von 70 oder so. Ja, komm, ich bring's meinem Starter bei, der kriegt wenigstens. Und eigentlich ist Surfer so eine starke Attacke, ne? Ja, 100 glaube ich, oder so. Oder 90, irgendwie so. Krabhammer macht 60, Octazooka macht auch 60. Ich bin jetzt bei Alizis und dann nach links und dann nach unten zu dem Schwarzgurt. Der hat natürlich auch gleich wieder ein Palkia, ist ja wohl klar. Wann fangen wir eigentlich das Legendäre? Oder beziehungsweise treffen wir das Legendäre? Weiß ich gar nicht genau, wann wir das treffen. Ja komm, ich muss Octazooka leider verlernen, auch wenn die stärker ist, aber den Krabhammer. Ich glaube, Selma hatte doch, warte mal. So ein Stress hier. Nein, ja, danke. Muss mal eben gucken, ob Selma jetzt einen hohen Angriff oder einen hohen Spezialangriff hatte. Selma. Mein hübscher Starter. Angriff 64, Spezialangriff 18. Okay, dann soll ich den Krabhammer auf jeden Fall behalten. Das ist, ich mag das immer noch nicht mit diesen TM, mit den VMs. Das ist echt ätzend. Das ist richtig bescheuert in Pokémon halt für immer, glaube ich. Statt man einfach ein Surfbrett geschenkt kriegt oder so. Ja, ein Surfbrett und eine Heckenschere oder eine Axt oder, dass oder man, so. Oder dass man die Attacken danach verlernen kann. Ja, oder das wäre das Einfachste halt, ja. Vor allem, wenn TMs kann man jetzt auch unendlich oft lernen. Also eigentlich gibt es da überhaupt keinen Grund mehr, das zu ändern. Zu welchem, der da unten marschiert? Zu dem, was er gegangen? Genau, zu dem da unten. Okay. Was hat bei er bei mir dir? Hat er, bei mir hat er ein Palkia, ein Latios. Ich kann es kaum erwarten. Mit seinen legendären Pokémon kann man es halt auch kaum erwarten. Mal schauen, was der jetzt hat. Schwarzgurt Aemon. Charimant. Charmian. Ach, der, die Katze. Schadenmann, der ist ein Schadenmann. Oh geil, und ich habe ein Psycho-Pokémon vorne, alles klar. Erstmal Charimann einsetzen. Charimann, ey. Der Mann unseres Vertrauens. So komm, jetzt trifft fünfmal halt und dann ist er auch tot. Ey, er trifft immer zweimal, ne? Das ist. Und er macht Fund. Ist das kein Unlicht-Pokémon? Doch, ich dachte. Das ist doch ein Normal-Pokémon, ne? Ah, okay, ich dachte Unlicht. Ich glaube, es ist nur normal. Los, Ginger. So ein ganz kleiner Fitzel überlebt das Pokémon. Yeah, ich habe Charmian schon mal besiegt. Charman, meine ich natürlich. Charimann, meinst du? Noch eins, alles klar. Bruder, alte Charimann. Charimann-Only-Trainer ist es. Eisspeer geht immer, habe ich gehört. Wurst erhält EP. Eigentlich bin ich ja echt zufrieden hier mit meinen Pokémon. Ach, der hat noch einen Latios. Ja, der hat einen Palkia und zweimal Latios. Legendäre Pokémon? Nö. Und dann hat er doppelt, ey. Ach komm, wieso triffst du nicht viermal? Die hat er gezüchtet bei den Großeltern hier. Ja. Der Cheater. Der kann das, der hat's drauf. Drachenklau. Jetzt macht er einen Ruckzuck-Hieb, ey, nur um mich zu töten. Ach komm, ich hasse dich. Wer kann sich denn die EP geiern? Wie wär's mit Crab? Bin mal gespannt, ey. Glurak, was Glurak noch so lernt später. Nix, Glurak ist wahrscheinlich super schwach, weil er im richtigen Spiel super stark ist. Ja, wahrscheinlich, das kann sein. Aber Crab kann schon den Windstoß, also es ist schon mal eine Step-Attacke später für Glurak. Windstoß.
Weiß zwar nicht genau, wie er den jetzt gerade macht, aber wie gesagt, das ist halt. Mit seinem Schwanz. Tempo. Aber er kann ja auch surfen. Ja, eben. Oh, Togetic hat der noch. Joel erreicht Level 27. Nice. Glut. Ich glaube, wir müssen nochmal schnell heilen. Glut ist bei mir mega stark. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel, aber. Ich weiß nicht, wie wir die Liga schaffen sollen. Ich auch nicht. Müssen wir wahrscheinlich wieder, weiß ich nicht, 10 Stunden trainieren vorher. Ach ja, genau. Terrence wurde ausgewählt, alles klar. Ja, ruckzuck Heaps sollte reichen, hoffe ich. Bing, 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 bing. Nice. Ja, okay, ich habe ihn auch besiegt. Ja, ich bin mal gespannt. Die anderen haben halt noch die Polizisten auf Route 212 gemacht. Die können wir halt nicht machen, weil wir halt gerade nachmittags aufnehmen. Wir nehmen halt tagsüber auf. Ne? Anderen nicht sind halt nachts. So eine Nachteulen, ey, weißt du? Ja. Haben möchtest auch nicht der Schneider einsetzen? Gedacht, yo. Wir müssen nicht in Silberberg, ne, hier in Kraterberg. Ne, ich meine nicht. Also hier steht nur die Trainer, haben sie gemacht. Könnte halt eine kurze Folge werden, je nachdem. Da oben gibt's noch Ninjas und so, also das noch. Ich bin ein Ninja. Cosilla müsste sich auch demnächst mal entwickeln, komm, ne? Bald wieder. Entwickelt sich ja nur einmal, also zwischen 20 und 40, glaube ich, war das, ne? Ja, und das ist jetzt bald 30. Halbzeit. So, wo bist du jetzt lang gegangen? Nach oben? Ja, ich bin nach oben und dann ist da so ein Ninja im Gras, hier im Sand. Oh ne, dann bin ich, glaube ich, falsch gegangen. Ja, ist egal. Ich bin an dem Schwarzkopf vorbei. Ah, okay, nee, ja, dann. Ich bin oben jetzt einfach lang. Ah, ist ja egal. Also, ja, dann muss ja eh Zertrümmerer und angeblich Stärke. Ist das hier ein Vogelfänger. Mit einem Bummels, alles klar. Das ist ein Vogelfänger. Wenn das Bummels jetzt gleich in die Luft fliegt, ey, dann setze ich Pikachu ein und flieg hinterher, ey. Level 31, ey, die übertreiben aber jetzt auch gut, ne? Ja, die geben aber gut EP. Eisspeer ist immer gut, habe ich gehört. Ninja-Junge Lars setzt ein. Oh, Bummels. Knuffelluff ein. 4 KP. Metrologe? Was ist denn das? So ein Wettertyp. Oder lol. Das zieht ein bisschen was ab. Ach so, das ist eine Attacke? Okay. Ja! Wow, Bummels macht Blitz. Super. Initiative. Und natürlich treffe ich nicht mehr, ey. Oh, Knuffelluff. Er macht nur Blitz. Er macht Weichei. Dann wäre ich ja froh, dass meiner doch nur Blitz macht. Obwohl ich die ganze Zeit nicht treffe, ey. Das gibt's nicht. Jetzt macht er einen Psi-Strahl. Wieso kann Bummels wieder Psi-Strahl, ey? Das ist manchmal. Bummels kann alles. Bummels, wenn er nochmal Weichei macht, dreh ich durch. Er macht Metrologe. Wieso kotzt du da nicht im Strahl? Na, ich hab meine Speiseröhre ist vollgefallen. Der Arzt hat gesagt, oh, da bin ich mir so viel im Strahl kotzt. Er hat gesagt, hören Sie auf mit diesem Pokémon. Das ist nicht gut für Ihre Gesundheit. Okay, ich habe den Vogelfänger besiegt. Wir haben unser Bestes gegeben. Den Ninja-Jungen habe ich auch. Okay, dann gehe ich hier einfach mal weiter runter. Ninja-Junge Lars. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Typ. Ich bin stark. Hey, Cosilla entwickelt sich. Echt jetzt? Ja, gerade noch davon gesprochen. Ich wollte gerade sagen, ja. Oh Gott, was ist das für ein Typ? Der sagt irgendwie 20 Mal, ich bin stark und dann erschrickt er sich und dann kriege ich eine TM. Okay. Nice. Bibi hat sich entwickelt zu Rosanna. Jetzt sieht sie auch wirklich so ein bisschen eher aus wie Bibi. Das ist Rosannas Beauty Palace. Nice. Rosanna, Leute. So, Rosanna ist halt schon nice. Eis und Psycho. Sexy Bitch. Ich habe Gegenstoß gerade bekommen als TM. Sie hat. Die Werte haben sich. Sie muss sich ja verbessert haben. Sie hat die Fähigkeit bekommen, Wolke 7. Hat die sich geändert, die Fähigkeit? Ja. Why? Weiß ich nicht, bei Entwicklung. Wolke 7, keine Wettereffekte. Okay, das ist eigentlich cool. Magnetilo hat der Typ hier. Wie Hagel oder. Ja, genau. Ist halt auch die Frage, ob du dann, wenn die Wettereffekte nicht sind, dann brauchst du auch kein Auflockern mehr und so eine Scheiße. Ja, bei ihr zumindest nicht, ne? Aber jetzt haben wir Auflockern ja auch schon gebraucht. Also im Endeffekt ist die Fähigkeit jetzt wieder. Habt ihr Auflockern eigentlich beigebracht? Ja. Tobi und ich sind einfach so durch den scheiß Nebel, ey. Das hätte uns viel zu lange gedauert. Dann trifft doch nur alle jede dritte Attacke oder so. Ja, es ist mega ätzend.
Nee, aber bei mir und bei Tobi konnte es keiner lernen halt. Achso, hättet ihr euch einen Knecht mitnehmen müssen. Ne. So, Magnetilo auch besiegt. Hier hat der Gegner ein Magma. Magma ist immer noch cool eigentlich. 571, nice. Also Magma gegen Rosanna, wer hätte das gedacht? Nachforschungen haben ergeben, dass der Trainer stark ist, danke. Rosanna hat doch eine Perücke auf, oder? Ah, da ist der Ninja-Junge. Ich glaube, dann haben wir die Route jetzt gleich schon wirklich geklärt. Bin aber noch nicht so weit. Schnelligkeit ist die Waffe eines Ninjas. Kannst meine schwachen Pokémon einholen. Gegen welchen kämpfst du gerade? Gegen den Wanderer da, oder was heißt? Ah ja, gegen den habe ich gerade, ja. Dann ist aber nur noch der eine Typ da rechts gleich. Also der Vogelfänger. Maniac, oder was heißt. Ja, und dann müssen wir die Polizisten ansprechen. Ja, aber können wir ja nicht. Musst du so tun, also. Hi, wir wollten kämpfen. Komm, Eisspeer, triff viermal, dann ist Magnetilo auch tot. Ich glaube, ich wechsle gleich mal, dass Bibi nicht vorne ist. Jetzt hat sie sich ja entwickelt. Bibis Bubi Palace. Wen tue ich nach vorne hier? Die hier. Und Eisspeer. Da ist ja nur noch eine. Ach, das ist hier dieser Vogelfänger oder was das ist da. Ja, genau. Und die sammelt die TM bei dem einen Typen ein, der da so nach unten guckt. TM 77, keine Ahnung, was das bei dir ist. Irachi. Ich bin stark. Wirklich? Ja, ich bin stark, ich bin stark. Okay, ach, bin... der hat hier so ein legendäres Irachi. Ach, dieses kleine Stern. Ja, ist das Stahl oder was? Ich glaube, es ist Blitz oder normal. Er kann auf jeden Fall Patronenhieb, also könnte wirklich Stahl sein. Wow, fast gewone-hitted. Also, okay, ich hatte nur noch halbe. Was sind TM 77? Oh shit, der hält was aus. TM 77 ist Lehmschuss. Lehmschutz. Wie stark ist er bei dir? 30. Ist ja fast so scheiße wie in echt. Ah, hier ist ein Vogelfänger. Was hat er? Ein Skorgler. Ah, das passt sogar. Okay, Ginger wurde besiegt, dann kommt jetzt halt Goyle rein. Nee, Crab. Goyle hat Tobi. Crab, Goyle. Hat ein Zuschauer vorgeschlagen, habe ich einfach geklaut, den Vorschlag. Gleißendes Sonnenlicht, das trifft sich gut, wenn ein Glutexo reinkommt und mal eben eine Glut macht. Das ist halt das Geile, ne? Die Legendären geben so viel Erfahrung. Ja, das war aber, als ich noch 5 Pokémon hatte, war das nicht geil. Na gut, das stimmt. Das ist nicht effektiv. Oh nein! Ein Volltreffer. Scheiße, Dreck. Okay, Rachi besiegt. Na, dann kommt Wurst rein jetzt. Ich habe gestern oder vorgestern noch auf der Pokémon-Twitter-Account gelesen, wenn du zu einem Rachi gehst und ihm einen Wunsch auf seinen Zettel am Kopf schreibst, dann erfüllt er sich. Habe ich mir nur gedacht, ey, wenn irgendjemand zu mir kommen würde, wenn mir was auf den Kopf schreibt, ey, dann hat er nur noch den Wunsch, dass er keinen aufs Maul kriegt. Erfüllt sich auch sein Wunsch, ne? Ja. Ah, hier warst du lang gegangen, okay. Ja, in den Berg gehen wir ja nicht rein. Ja, dann haben wir es jetzt halt eigentlich schon geschafft. Das ist halt ein bisschen doof. Jo. Wo sind die danach? Wo ist denn diese, das nächste, was die geschafft haben? Die sind danach zu den Vollrio-Hütten. Ich meine, da könnten wir sonst ja auch schon mal hinfliegen zumindest, oder was? Ja. Die sind, glaube ich, da beim Windkraftwerk in der Nähe. Da muss man irgendwie hinsurfen. Da haben sie dann gefangen. Also morgen gibt wieder ein neues Pokémon, Leute. Ist mal das nice, Highlight. Nice. Wie sich jetzt gerade das Skorgler und dann... Also wir müssen jetzt erstmal... Ist das erst der Vogelfänger oder wer war das jetzt? Ja, ja, ich bin beim letzten. Joel erreicht Level 28. So, ich geh nochmal heilen. Garabon habe ich, glaube ich, dreimal eingesetzt oder so und... er kriegt trotzdem so viele EP durch den EP-Teiler. Wo sagst du, müssen wir hinfliegen? Wir müssen zum Kraftwerk da, die Stadt Trott... Ne, wie heißt die? Warte. Ewig genau nicht hier. Nee. Flori. Ja, genau, Flori, ja. Fliegen. Nice. Dann fliegen wir mal nach Flori. Wo ist denn Flori? Ach, da. Ja, die Vollrio-Hütten hatten wir ja letztes Mal, hab ich die, glaube ich, nur gemacht, weil. Was gab's denn da? Irgendeine TM oder so hatte ich mir da noch geholt. Feuersturm nicht. Flammenwurf.
hatte ich da noch geholt für... Wen hatten wir denn dabei bei Platin? Da hatten wir den Feuerstarter, da hatten wir Panferno. Ah, okay, ja. Ja, jetzt Selma setzt sich in Flori vom Center. Okay, wollen wir zu den Hütten noch fahren oder nicht? Das machen wir nächste Folge. Okay, ich bin hier schon im Wasser, ich warte dann hier. Also wo bist du hingegangen? Ich bin nach Flori geflogen und dann quasi zu dem Typen, der am Baum steht und genau neben ihm ins Wasser gesprungen. Und da stehst du jetzt? Ja. Da war der, mach ich mit. Da macht der mit, ey. Zack. Auf wem surfst du nochmal? Auf Voltenso. Ah ja, okay. Ne? Wenn der mal eine Attacke macht, dann ist der ganze See dann unter Strom. Alle Karpador schwimmen oben, ey. Kommen die Karpador hoch, das rote Garados. Das hat Steffi ja getötet. Jo, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei den anderen beiden vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.